Nach 308 Tagen Corona-bedingter Spielpause ist die Frauenbundesliga heute in die neue Saison gestartet. St. Pölten, die dominierende Mannschaft der letzten Jahre, feierte zum Auftakt in Altenmarkt einen 7:0 Kantersieg. 20 Minuten lang wehren sich die Altenmarkterinnen erfolgreich. Dann sorgt Melanie Brunthaler für die Führung der St. Pöltnerinnen, die bis zur Pause noch auf 3:0 erhöhen. Durch Alexandra Birova sowie Doppeltorschützin Jasmin Eder, die das schönste Tor des Tages erzielt. Und auch ihre Nationalteamkollegin Julia Hickelsberger trifft vor den Augen der neuen Teamchefin Irene Fuhrmann doppelt. In der letzten Saison hatte St. Pölten bis zum Abbruch alle Spiele gewonnen. Und an diese Dominanz knüpft man am ersten Spieltag seit November an. Am Anfang waren wir nur ein bisschen nervös. Klar, erstes Saisonspiel und lange ist her die Meisterschaft. Aber ich finde, wir haben das dann gut in den Griff gehabt. Die Mädels haben wirklich total umgesetzt, was wir die Woche gemacht haben. Also am Ende, wenn wir sehen, also viele Torschützen, also es war wirklich sehr, sehr gut. Jasmin Eder macht übrigens nach dem schönsten Tor zum 3:0 auch das kurioseste des Tages zum 6:0. Für das letzte sorgt Bernadette Zagor. St. Pölten gewinnt 7:0 und zeigt deutlich, dass man auch diese Saison das Maß aller Dinge bleiben will.